Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Impuls zum 22. Sonntag im Jahreskreis. Lesung aus dem Buch des Propheten Jeremia. Du hast mich betört, o Herr, ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muss ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muss ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Spott und Hohn. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinen Namen sprechen, so war es mir, als brenne in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in mein Inneres. Ich quälte mich, es auszuhalten, und konnte nicht. Der Prophet Jeremia, er erzählt heute von Leidenschaft. Und ich habe gesucht, was für einen Hintergrund ich nehmen kann und bin in die alte Kirche gegangen, auch wenn es nicht ganz scharf ist, Sie sehen diesen Rahmen hinter mir. Seitdem ich hier in Stommeln bin und auf der gegenüberliegenden Seite sitze, denke ich immer daran, was wird denn da drin gewesen sein? Wie sah das Ganze mal vollendet aus? Und das passt ganz gut zu dieser Leidenschaft, denn ich bin durch Zufall auf einen Podcast gekommen, der nominiert ist für den Grimme Award dieses Jahr. Es ist ein Podcast aus dem Städelmuseum in Frankfurt. Es ist der Podcast, der erzählt über ein Bild von Van Gogh, das verschwunden ist. Das Bildnis des Gachet. Der Nervenarzt Van Goghs ist dort gemalt von ihm und dieses Bild wurde verkauft für 82,5 Millionen Dollar. Wohl das teuerste bis dahin. Ich weiß nicht, ob es inzwischen ein teureres Bild gab. Der Besitzer, der neue Besitzer, er stellt es nicht mehr aus, es ist verschwunden. Und man sagt, er soll gesagt haben, legt es in meinen Sarg, wenn ich sterbe. Aber es scheint mehr Legende zu sein. Und dieser Podcast beschäftigt sich damit, wohin dieses Bild gegangen ist. Und dieser Podcast erzählt über die Leidenschaft. Die Leidenschaft bei Van Gogh. Wie er dieses Bild entwickelt und malt, wie er diesen Rahmen letztendlich ausfüllt. Und auf der anderen Seite über diesen Mann, der also dieses Bild sucht und die vielen Menschen, die ihm dabei begegnen und auch von einer gewissen Leidenschaft gepackt sind. Ich dachte, es könnte eine Parallele geben. Ich glaube schon, dass so manch ein Künstler, der gepackt ist von einer Idee und ein Bild ausfüllt, ein Notenblatt ausfüllt, der etwas aus Stein meißelt oder etwas anderes herstellt, was künstlerisch eben von ihm erdacht worden ist, was in ihm steckt, das dann heraus muss, der kann was erzählen von der Leidenschaft, die auch Jeremia empfindet. Und Jeremia, er ist nicht nur froh, dass Gott ihn gepackt hat und mit ihm unterwegs ist, sondern er ist auf der anderen Seite auch gequält, weil er sich nicht gewachsen fühlt seiner Aufgabe. Aber Gott nimmt ihm in Dienst und Sie haben es eben gehört, er kann nicht schweigen, aber er kann eigentlich auch nicht reden. Wir müssen immer wieder neu unsere Leidenschaft entfachen. Und manchmal, wenn ich ein solches Projekt habe, diesen Podcast, den habe ich jetzt öfter gehört, wenn man ein Projekt hat und dieses anpackt, dann kann man ein bisschen verstehen von der Leidenschaft, die uns ergreifen kann und soll. Und in der wir dann die Liebe Gottes erkennen und auch leben können. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und dass Sie hier und da eine Leidenschaft spüren. Vielleicht haben Sie Zeit, in den Podcast hineinzuhören. Es sind 5 Teile, ist etwas länger, aber es lohnt sich. Und wir kommen der Leidenschaft damit ein bisschen auf die Spur. Einen schönen Sonntag.